Der vierte Durchgang und Eirich sofort im Infight. Rechter Hammer durch von Olukun. Steife Linke hinterher. Und da nochmal. Der Sandmann geht schlafen. Steht zu früh auf. Kommt, Ringrichter, absolut richtig, Hans-Jürgen Witte ist ein guter Mann, absolut korrekt. Und mit Hans-Jürgen Witte kann man auch nicht verhandeln, da geht es nicht um Geld oder irgendwelche anderen eigenartigen Sachen, dem geht es ums Boxen und um die Gesundheit seiner Schützlinge und das ist die absolut korrekte Entscheidung, so enttäuscht Konstantin Eirich jetzt auch sein mag. Eine brillante Leistung von Obenga Olukun. Ja, Beng Beng Olukun. Das Ende der Karriere vielleicht von Konstantin Eirich und der Beginn der Profikarriere seines früheren Kontrahenten Erkan Tepa. Aber ihr Beifall, das ist ja